Sehr geehrte Damen und Herren, ich heiße Sie herzlich willkommen in der fast ausverkauften Mannheimer Multihalle. Wir werden Ihnen in den kommenden 80 Minuten die Kampfsportgala der Superlative 1988 Kickbox Mania präsentieren. Sehen Sie zunächst die Highlights der folgenden Kämpfe. Ralf Kunstler aus Mannheim gegen Robert Kiss, ebenfalls aus Mannheim. Im ersten Kampf stehen sich gegenüber, in der roten Hose mit rotem Kopfschutz, Robert Kiss, der deutsche Vizemeister 1988, und Ralf Kunstler in der weißen Hose mit blauem Kopfschutz. Die Punktrichter bei diesem Kampf werden sein, ein Slonek aus Bayern, John Grayton aus den USA und Mike Anderson ebenfalls aus den Vereinigten Staaten. Und hier der Beginn der ersten Runde. Das war das Ende der ersten Runde. Ralf Kunstler ist ein ausgefeilter Techniker. Er ist mehrfacher Europameister im Leicht- und Semikontakt und bestreitet heute seinen zweiten Vollkontaktkampf. Wir sehen jetzt noch einige Zeitlupenstudien der hervorragenden Fußtechniken und brillanten Kombinationen von Ralf Kunstler. Nach dieser Zeitlupenstudie steigen wir dann direkt ein in die vierte und letzte Runde. Thank you.
Robert Kiss wehrte sich verbissen, doch Ralf Kunstler konnte das hohe Anfangsniveau der ersten und auch der zweiten und dritten Runde halten und musste somit eigentlich als deutlicher Punktsieger aus diesem Kampf hervorgehen. In diesen verlangsamten Aufnahmen sehen Sie einige der boxerisch hochwertigen Schläge von Ralf Kunstler, der beweist, dass er nicht nur hervorragende Fußtechniken, sondern auch sehr platzierte und ausgefeilte Kombinationen schlagen kann. Klarer Punktsieg also für Ralf Kunstler aus Mannheim mit 3:0 Richterstimmen.